Hallo und herzlich willkommen zu unserer zweiten Live-Kochshow. Erst einmal wünsche ich euch allen frohe Ostern. Ich hoffe, ihr habt heute einen wundervollen Tag gehabt. Das Wetter war ja wirklich traumhaft schön, also richtig sommerlich. Und natürlich haben wir uns gedacht, dass wir dennoch heute mit euch gemeinsam backen werden, denn ihr habt ausgewählt. Wir werden heute gemeinsam die süßen Hefebrötchen machen aus dem russischen Heft Band 4. Das ist das Heft. Und vielleicht vorab erst einmal, hört ihr mich, seht ihr mich, versteht ihr mich, dann einfach einen Daumen hoch, Herzchen, all das, was ihr da betätigen könnt, einfach mal anklicken. Prost. Also, die hören mich, ne? Okay. Sind denn einige auch live dabei mit beim Backen oder seid ihr jetzt nur Zuschauer? Ich würde ansonsten schon mal anfangen. Und zwar machen wir jetzt erst einmal den Teig. Dazu benötigen wir einmal 330 Gramm Milch. Ihr könnt 1,5, 3,5, 330 Gramm. Ja, alle da, ich sehe nicht so viel. Ich komme nämlich eher auf die Waage. So, 330 Gramm Milch. Das kann ich schon mal zur Seite stellen. Da brauchen wir 50 Gramm Butter. Ja, das ist die Ordnung. Ich glaube, es geht allen hier so. Da nehmen wir 50 Gramm Butter. Ja, das backen einige mit. Sehr gut. Huch. 50 Gramm Butter. Guck mal, 9 Gramm. Ich glaube, das kriege ich auch noch hin. Ja, mega. So, die Butter brauchen wir jetzt erst einmal nicht mehr. Kann das auch dahin. Dann brauchen wir 20 Gramm Öl. Ja, das backen einige mit. Sehr gut. Also, wenn ich zu schnell bin, sag mir einfach kurz Bescheid. Also 20 Gramm Öl. Na, da hat gerade die Waage gesponnen. Das war jetzt 8 Gramm zu viel, aber das macht auch nichts. Und 1 Gramm Hefe. Huch, das habe ich nicht raus. Nicht 1 Gramm, Entschuldigung, 1 Würfel Hefe. Wird schwierig jetzt. Also ich denke mal, das klappt auch mit Trockenhefe. Da müsst ihr halt 2 Packungen Trockenhefe nehmen. Einmal das und 1 Teelöffel Zucker. Warte mal, ich brauche einmal ganz kurz einen Teelöffel. Vorsicht, Vorsicht. So, und 1 Teelöffel Zucker. Und das Ganze wird jetzt einmal zu einem Vorteig verknetet und aufgewärmt. Und zwar 2,5 Minuten. Na, 37 Grad Stufe 2. Das ist hier alles mit dem TM 5 gebacken, aber kann man natürlich auch mit dem TM 6 oder auch mit dem TM 31 machen. Was ich hier habe, ja, das ist TM 6. Genau, was machst du? Süße Hefebrötchen. Genau, süße Hefebrötchen. So, als nächstes lege ich auch schon mal die Teigmatte bereit. Ist egal, ob Sonnenblumenöl oder Olivenöl. Ich würde nicht Olivenöl verwenden, sondern eher Sonnenblumenöl oder Rapsöl. Hat dann noch so einen Eigengeschmack. So, dann nehme ich jetzt meine Teigmatte hier einmal bereit. So. Zack. So, bombenfest. Jetzt müssen wir noch mal kurz 1,5 Minuten warten. Und ihr könnt die Füllung der süßen Hefebrötchen entweder mit Öl und mit Zucker machen. Aber ich habe hier schon mal eine fertige Mohnmischung mit zugelegt, damit ihr einfach gleich sehen könnt, wie ich die Brötchen forme. Also ich mache sie jetzt auch nicht so oft. Deswegen hoffe ich mal, dass ich das Formen noch hinbekomme. Aber so vielleicht 1, 2 kann ich euch zeigen, wie das funktioniert. Also ihr könnt entweder eine fertige Mohnmischung nehmen oder einfach nur Öl und Zucker. So, jetzt warten wir mal ganz kurz. Also wenn ihr auch noch Fragen habt, wie gesagt, könnt ihr die auch gerne stellen. Und dann gucken wir mal, ob wir das beantwortet bekommen. Sonst Ostern. Sonst was? Wie war Ostern? Genau, wie war Ostern? Was habt ihr gemacht? Habt ihr gegrillt? Was gab es zu essen? So, jetzt warten wir einmal. 44 Sekunden. Und ich zeige euch gleich mal, wie ich den Teig ausdrücke. Da haben auch ganz viele nachgefragt.
zeige ich euch auch nochmal gleich. Wir haben auch schon mal den Spatel bereit. Und jetzt warten wir. Danach kommt nur noch 560 Gramm Mehl und einen halben Teelöffel Salz hinzu. Und dann wird das Ganze hoch, 3 Minuten geknetet. Und dann ist der Teig auch schon fertig. Hast du schon mal probiert, mit Nutella zu füllen? Noch nicht, weil wie gesagt, ich mache es jetzt nicht so oft, aber eigentlich wenn immer nur mit der fertigen Mohnmischung oder mit Öl und Zucker. Aber sollte eigentlich auch mit Nutella funktionieren. Ist ja auch noch streichzart, also eigentlich ist es kein Problem. So, wieder die Waage aktivieren. Und dann kommt da einmal 560 Gramm Mehl rein. So, 560 Gramm Mehl. Und mehr Mehl brauchen wir auch gar nicht. 560 Gramm. Ich bin jetzt perfekt. Zack. Wie groß ist die Tupperdose? Die Tupperdose? 4 Liter. Ich habe die einmal in 4 Liter. Ich habe die auch nochmal in 2,6 Liter. Wie lange lässt du das Kräuterbutter-Toastbrot im Ofen? Mindestens eine halbe Stunde. Und einen halben Teelöffel Salz. Salz brauchen wir auch nicht mehr. Kommt auch zur Seite. Aber das Rezept auch schon oft gemacht. Sehr, sehr lecker. So, weiter geht's. Dann wird geknetet, Teig kneten. Den kneten wir jetzt einmal 3 Minuten lang. Und dann zeige ich euch einmal. Wir lassen jetzt erstmal so ein bisschen... So 10 Sekunden lassen wir den Thermomix einmal laufen. Und dann nehme ich immer den Messbecher ab. Wieso? Wenn man sagt, Hefeteig braucht Luft, damit der halt auch schön fluffig wird und schön weich. Und das machen wir, indem wir einfach den Messbecher hier abnehmen. Und kneten lassen. Als nächstes können wir eigentlich auch schon weitermachen. Und zwar legt ihr, wenn ihr meine Teigmatte habt, meine Teigmatte hin. Ich möchte euch nochmal zeigen, wie rutschfest sie wirklich ist. Also ich habe sie jetzt einfach auf mein Zahnfeld gelegt und wirklich, es bewegt sich nichts. Also die kann ich euch wirklich vom Herzen empfehlen. Dann kommt noch so ein ganz kleiner Klecks Öl hinein. Ich überlege gerade, wo ich das mache. So. Und auch für meine Hände. Zeigt euch auch gleich warum. Hast du das Toastbrot noch hier? Die wollen das sehen. Das Toastbrot? Das Toastbrot? Mit Kräuterbutter? Ja. Ach so. Wahrscheinlich. Was habe ich hier? So sieht das dann aus. Schön weich. Das kann man halt morgen nochmal weiter nochmal in den Backofen tun. Aber auch kalt essen. Sehr lecker. Wo bekommt man die Unterlage im Shop? Ja. www.thermotasty-shop.de. Und da gibt es einmal die Teigunterlage. Wir haben aber auch ein Back- und Backset zusammengestellt, beziehungsweise ein Backset mit den beiden Spatel und der Teigmatte. Und noch eine Baumwolltasche gibt es auch dazu. Ja. So. Jetzt warten wir, bis wir weitermachen können. Warte, ich gucke nochmal auf Fragen. Ich mache heute einen Schmandkuchen nach. Nochmal? Schmandkuchen? Ja. Ja. Auch sehr lecker Backen. Ich habe Nutella-Hörnchen gemacht. Ja. Daumen hoch, ne? Daumen hoch. Setzt du das Rezept in die Highlights? Das hier? Nee. Nee, bei YouTube. Also die Zutaten wird es natürlich dort geben. Aber ihr könnt euch gerne einen Screenshot machen, wenn mein Mann dann nochmal hinzeigt. Bei YouTube. Das Video gibt es manchmal bei YouTube, um nachzumachen. So, 20 Sekunden noch. Ich habe alle Bücher von hier, bin begeistert. Was kostet die Matte? 14,90 Euro. Was hast du alles auf die Matte gemacht? Öl, ne? Nur Öl. Also einmal kleckst Öl für den Teig und Öl, eine Ölsäcke auch für meine Hände. Ich zeige euch gleich warum. So, der Teig ist jetzt fertig.
Ja, später auf YouTube sehen. Nee, morgen. Morgen ist das bei YouTube. So, das ist jetzt der Teig. Frohe Ostern, ihr Lieben. Und jetzt? Ja, euch auch. Ja, jetzt geht's los. Nehme ich den Spatel und tunke ihn so ein bisschen erstmal ins Öl. Und dann gehe ich einfach hier so und löse den Rand, den Teig vom Rand. So. Und dann einfach umdrehen. Und dass euch dann mein Zucker ausgibt. Und dann, wie hier auch immer beim Messer, könnt ihr das halt hin und her drehen. Und dann löst sich unten auch schon der Teig. Zack. So. Wie reinigst du die Matte? Spülmaschinentauglich? Nö, einfach ganz normal mit Wasser. Aber ist auch spülmaschinentauglich. Ist auch spülmaschinentauglich, aber ganz ehrlich, das ist viel einfacher, das mit Wasser zu reinigen. So. Wenn ihr das Messer rausnimmt, könnt ihr den Teig viel einfacher entfernen. Und habt auch wirklich keine Reste mehr hier drin. Das kann auch schon mal zur Seite. Ist die Backmatte hitzebeständig? Nee, also nicht für Backofen geeignet. Nee, es ist nur eine Teigmatte. Teig. Und auch nicht mit scharfem Messer am besten da drauf schneiden. Das ist ja keine Arbeitsmatte in dem Sinne. Es ist ja auch Silikon. So, und mit meinem Pinsel, also mit meinem Spatelset, könnt ihr wirklich auch hier schön unter dem Messer entlang gehen. Und wirklich jeden Teigrest hier rausnehmen. Was kostet die Matte? 14,90. Genau. So. So. Also ich würde es euch einfach empfehlen, immer das Messer aus dem Mixtopf rauszunehmen. Super einfach und fertig. Was backt ihr denn Gutes? Es gibt heute süße Hefebrötchen. Auch russisch Puschki genannt. So, jetzt als nächstes. Genau. Einmal den Teig in zwei teilen. Ich muss auch selber überlegen, wie wir das am besten jetzt machen. Und ihr merkt auch schon, wie weich der Teig ist. Und jetzt habe ich ja hier eine Ölfläche reingetan. Einfach mal so ein bisschen und eure Hände ein bisschen einölen. So, Schatz, muss ich es zeigen. Und zwar, jetzt nehme ich das, seht ihr das? Und drücke quasi die Kreise raus. Kugel, ne? Genau, die Kugel. Und auch nicht zu groß, weil der Teig geht ja noch ein bisschen auf. Deswegen müssen eure Hände auch ein bisschen geölt sein, weil sonst, ich meine, es ist nicht schlimm, habt ihr halt große Brötchen. Hatte ich auch schon, also vom Geschmack ändert sich da nichts. So. Und das ist halt super einfach. Einfach so. Und dann zwischen den Zeigefinger und dem Daumen und glaube ich das hier. Denn das könnt ihr halt einfach wieder so formen, zu einer Kugel, einfach so die Seiten zusammenziehen, in die Mitte. So, und dann einfach so ein bisschen. So, und habt ihr auch hier eine Kugel, das ist sogar schon ein bisschen zu groß. Dann macht ihr das. Könnt ihr das Rezept nochmal zeigen? Ja. Ich zeig das. Jetzt screenshotten. Ich hoffe, ihr habt das alle jetzt gesehen. Zack. Mega der gute Tipp zum Brötchenformen, ja. Also wirklich einfach nur hier. Ich kann das ganz schlecht erklären. Einfach also, rausdrücken. Ja, einfach rausdrücken. So. Und wenn ihr merkt, es klebt irgendwie, einfach eure Hände wieder einölen. Ich muss gleich mal gucken, dass die nicht zu groß werden. Aber wie gesagt, das ist auch nicht so wild. So, zack. Ich brauche noch eine Fläche, wo ich das gleich forme. So. Was, sowas ist der beste Teigroller? Hast du eine Empfehlung? 16. So, wartet mal ganz kurz. Ich glaube. Bist du verwirrt? Nein, finde ich. Der beste Teigroller, wer hat das gefragt? Ja, weiß ich nicht, Maureen. Ihr wisst doch, was meine Teigrolle ist. Die doppelte, ne? Genau. Mit der mache ich wirklich alles. Das ist vom Buch. Band 5. Band 4. 4, genau. So, jetzt geht's ans Formen. Und zwar. Moment. Ich mache das jetzt mit einer Mohnfüllung. Aber wie gesagt, ihr könnt es auch mit Zucker und Öl machen. Jetzt müsst ihr einfach den Teig platt drücken. Na,
Ah, die sind ein bisschen groß, aber egal. So, dann nehmt ihr entweder jetzt, bestreicht ihr den Teig mit Butter, mit Öl, gut Zucker drauf. Ich nehme jetzt hier meine Mohnmischung, gebe das da drauf, verstreiche das so ein bisschen. Ich kann aber auch gleich Öl. Kann man auch mit Nutella bestimmen. Kann man auch mit Nutella machen, ja. Ich mache einige jetzt so und einige so. So, dann rollt ihr die ein. Zack, 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 zack. Die Enden macht ihr zusammen. Sorry, irgendwas hat hier einfach nicht funktioniert. Ich hoffe, ihr hört mich jetzt, seht mich jetzt und es klappt einwandfrei. Und zwar drückt jetzt einfach euren Teig platt. Ihr gebt in die Mitte einen Klecks Mohn zum Beispiel und dann einfach so zack. Du musst das mal von Anfang an wieder alles machen. Okay. Mach erst mal das zu Ende. So, dann mach ich das zu Ende, dann zeige ich euch das mal. Also ich muss auch ehrlich sagen, heute ist auch mein Teig irgendwie... Jetzt geht's wieder. Horfü-Effekt hier. Schaut mal, ich habe durchgeschnitten. So. Also ihr könnt das irgendwie formen. Also ich bin ja auch kein Profi, ne? Also ich sag mal, Hauptsache es schmeckt. Also jetzt nochmal. Einfach platt drücken. Dann entweder Öl und Zucker. Ich nehme jetzt einfach mal hier Mohn. Mohn da rein. Und dann nehmt ihr den einfach reinschneiden. Zack. Zack. Zusammenkleben. Ja, den ersten musst du auch noch zeigen. Ja, der erste ist auch nicht so gut geworden. Umdrehen. Und dann habt ihr hier quasi eine Blume. So wie so ein Ball. Oder eine Blume, genau. Also einfach so ein bisschen schauen, wie man das noch alles machen kann. So, was kenne ich denn noch? Das erste. Das erste? Was war denn das erste? Achso. Du schaffst das. Wer sagt das? Julitschka. Hallo Lilly. Ja, ich möchte euch natürlich immer ein bisschen mehr zeigen. Ich meine, wir können jetzt auch die Standardvariante machen. Aber jeder kann Standard, ne? So, wir versuchen es einfach nochmal. Wie gesagt, geschmacklich wird sich nichts ändern, auch wenn das... Also man kann auch mit Zucker machen. Ja, genau. So, aber mit dem Mohn seht ihr es halt einfach. So, Versuch Part Nummer 2. Einrollen. Die Enden zusammenkleben. Ach, ich habe es immer falsch eingeschnitten. Schaut mal. Jetzt fällt mir das ein. Nicht so einschneiden. Hinstellen. Einschneiden. Jetzt, schaut mal. Und wenn ihr es dann so aufklappt, habt ihr so ein Herz. Jetzt komme ich rein. Mann. Jetzt klappt nichts. So, es geht weiter. So, Leute. Und zwar, ich überlege mal, was man so zeigen kann. Vorsichtig. Also könnt ihr auch jetzt, wie gesagt, mit Nutella und alles. Zack. Man kann mit Nutella, mit Zucker oder mit Öl, oder wie? Ja, also Zuckeröl, so meine ich das, ne? Mhm. Aber mit Mohn seht ihr halt einfach diese ganzen Öffnungen auch. Aber hier sind die nicht mit Zucker. Mhm. Nur mit Zucker? Ja. Okay. So, dann räumen wir das wieder ein. Übung macht den Meister, ne? So, und dann macht ihr einfach hier zack. Das ist jetzt was anderes. Zack. Zack. Huch. Dann habt ihr zum Beispiel so eine Form. Vorsicht. Dann können wir zum Beispiel auch einen Bau machen. Dann wieder Füllung rein. Ihr könnt auch zum Beispiel kleinere Bällchen ausdrücken. Ich merke auch hier zum Beispiel, dass der Teig richtig gut ist und es ein bisschen zu viel ist. Also die könnten ein bisschen kleiner sein, die Bällchen. So, und hier auch wieder einrollen. Zack, 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 zack. Und dann machen wir einen Baum. Eins, zwei, drei, vier. So. Nehmen wir das. Also hier seht ihr meinen ersten. Der hat nicht funktioniert. So, was hatte ich? Haben diese,
Haben Sie das gesehen? Nee, ne? Achso, das nicht. Das habt ihr nicht gesehen. Okay. Dann auch wieder so länglich. Also einfach nur ausdrücken, gar nicht rollen. Da braucht ihr keine Knete, keine Teigrolle. Und in die Mitte gebt ihr diese Masse. So. Und dann einfach nur am Mohn entlang. Nicht komplett durchschneiden den Teig. Speicherst du das Video zum nächsten Mal? Habe ich wieder vergessen. Ja, bei YouTube kommt das morgen Video. Das ich glaube, das muss man nochmal neu machen. So, dann habt ihr das hier. Wartet mal. Bitte nochmal Blume zeigen. Blume, okay. Auf alle Fälle zieht ihr den Teig da durch. Und dann kommt dieses hier, was ihr hattet, nach hinten. Und dann habt ihr halt so ein Förmchen, ne? Ja, die sehen ja nochmal anders aus, wenn die gebacken sind. Blümchen, also diese Blumen hier, ne? Diese? Diese? Oder diese? Ne, ich weiß nicht. Egal, ich mach beides. Also wieder Teig lang. Guck mal, der wird schon, muss sich ein bisschen beeilen. Der Teig wird schon trocken. Zeig uns nochmal die Form aus dem Buch. Diese Form. Das ist die Blume. Ja, dann mach die. Ja, hier sind auch verschiedene Formen. Ja, das sind auch hier verschiedene Formen. Hier unten sind andere. So, und zwar einrollen. Ich habe den Fehler gerade selber erst entdeckt, was ich falsch gemacht habe. Die Enden zusammenkleben und dann hier umdrehen. Hochkant. Hochkant, genau. Und dann einschneiden, hochklappen und so zur Seite drehen. So, da mache ich nochmal, ich weiß nicht gerade, was ich noch machen kann. Okay, ich mache nochmal etwas. Ich hatte irgendwie so viele im Kopf und jetzt habe ich irgendwie alle vergessen. Weil Livestream abgekackt ist. Ihr könnt auch zum Beispiel eindrehen, zusammenkleben. Und dann einfach eins, zwei. Und dann, warte, einmal. So, und dann könnt ihr das hier so ein bisschen drehen, habt ihr das Spiel so eine Form. So, jetzt machen wir nochmal den Ball. Einfach die Kugel platt drücken. Mohnmasse rein. Na. Konvertig, ja. Bitte? Mhm. So, und dann der Kater, was soll ich schon sagen? Hier Spatel. Und einschneiden. Dreimal. Kreuzweise quasi. Zack. Ja, du musst doll einschneiden. Genau, ihr müsst doll einschneiden. Ich hoffe, es hat geklappt. Dann nehmt ihr das hier wieder zusammen. Umdrehen und dann habt ihr hier quasi so eine Blume. Das kommt jetzt da drauf. Genau, warte mal. Ihr seht, habe ich hier echt viel. Das erste kann eigentlich auch schon im Backofen. Eigentlich muss alles in den Backofen. Ja. Okay, die sind schon fertig. Ja. Ja, die kannst du schon mal im Backofen stellen. Ja, mach die zu Ende. Ich mache jetzt noch die zu Ende, dann schmeiße ich die alle zusammen auf ein Blech. So, und hier auch wieder. Helena, du bist eine ganz tolle Frau. Danke. Ich liebe deine Rezepte, so easy nachzumachen. Dankeschön, danke. Und auch wieder hier. Zack. Und zack. Irgendwas hatte ich noch im Kopf. Jetzt habe ich das vergessen. Wollte ich dann. So, wieder eins. Habt ihr noch einen Wunsch? Ich habe noch zwei über. Also das ist halt die Standardform, die ich so kenne. Ich mache einfach wieder zwei. Zack. Hinlegen. Und das Ding einfach so ein bisschen eindrehen. Habt ihr so eine andere Form? So, was wollt ihr noch sehen? Ich mache jetzt noch einmal Standard. Mach nochmal Hasenohren. Hasenohren? Was ist ein Hasenohren? Das? Was sind denn Hasenohren? Oder meinst du den Herd? Diese das, dieses Herz wahrscheinlich, ja. Was? Das. Achso, okay, also Füllung rein. Die Enden zusammen. Und dann so hinstellen. Nicht ganz durchschneiden. Und dann nimmt ihr einfach und zieht das ein bisschen auseinander. So, den letzten mache ich wieder Ball. Ja. Okay, Ball. Christi. Ja.
Achso, richtig, okay. Ja. Also auseinander. Nur in die Mitte die Hackfüllung rein. Schaut mal, genau eine Packung Mohn. Guck mal, genau, das passt, ne? Genau, eine Packung Mohn. Zack. Dann nimmt der den Spatel von Thermomix. Zwei Löcher, ja. Genau, an die Seite, aber nicht durchschneiden den Teig. Aber nicht, also es muss schon so sein. Und jetzt zieht ihr den Teig durch die Öffnungen, wie bei den Kristiki. Ja, das tut das. Und dann einfach unter den Teig schieben. Wodak. Ja. So, und jetzt schaue ich mal, ob ich das alles, warte mal, auf ein Backblech bekomme. So, wie lange müssen wir jetzt? Jetzt kommen sie in den kalten Backofen. Dann stelle ich das auf 100 Grad. Backst du bei 180 Grad? Ne, 100 Grad, die ersten 15 Minuten. Und dann nochmal 220 Grad. Genau. Aber wie ich merke, oh, das passt nicht alles auf ein Backblech. Dann mach doch zwei. Ja, ich versuche das mal irgendwie hier noch so. Die gehen ja noch auf. Die, ne, werden noch aufgehen, ja. So. Aber egal, seht ihr? Passt. Geschafft. Die werden jetzt natürlich noch richtig, richtig aufgehen. Dann wird's eng. Dann wird's eng, aber egal. Also das ist eine Portion, ne? Das ist eine Portion, ja. Ich könnte natürlich auch den halben Teig, die halbe Teigmenge machen. So, das Ganze einmal in den Ofen. Ober-Unterhitze 100 Grad. Für 15 Minuten. Ich muss auch mal nachschauen. Im Rezept ist der Mohn drin. Hier. Hier. Ja, als beim Tipp habe ich das mit aufgeführt. Und ihr werdet gleich sehen, wie. Also die werden jetzt richtig aufgehen. Ja, das Foto pustet dann, oder? Ja. Und zu warten. Ja, wir können ja warten, das ist ja ruckzuck gemacht. Also jetzt auch nochmal 15 Minuten. Dann, noch, dann müsst ihr es nochmal mit Sahne einstreichen. Dass sie halt einfach viel weicher werden. Oder ihr nehmt auch Butter. Ja, Sahne? Sahne, Butter. Sahne, Schlagsahne. Okay. Ja. Was für Mohn habt ihr genommen? Fertigmohnmischung von Dr. Oetker, glaube ich. Habt ihr noch irgendwelche Fragen? Soll ich euch noch irgendetwas zeigen? Möchtet ihr noch irgendetwas wissen? Kann man eigentlich auch Bilder im Livestream schicken? Von denen? Nee, geht nicht. Schade. Aber verlinkt mich gerne wieder in euren fertigen Pluschki und dann werde ich die veröffentlichen bei mir, also reposten. Aktuell ist es ja echt verrückt, also ihr seid einfach der Wahnsinn. Ihr habt 100, also über 100 Verlinkungen. Also es macht mich wirklich stolz, dass ihr das alles nachmacht und es auch super klappt und auch schmeckt und ihr das auch gerne mitteilen möchtet, aber ich kann halt aktuell wirklich nicht alles reposten. Und ich hoffe, es ist auch für euch nicht so viel, aber ich möchte halt gerne euer Werk auch zeigen. Und ja, also das wird, denke ich mal, irgendwann weniger, aber jetzt ist es natürlich sehr schön so. Funktionieren deine Rezepte mit dem Thermomix vom Lidl? Ich habe einige, die mir auch geschrieben haben, dass sie es mit dem von Lidl oder von Aldi auch umgesetzt haben. Es hat auch wunderbar geklappt. Ich sage halt immer, nehmt gerne ein, zwei Rezepte von mir, probiert sie aus und wenn es funktioniert, kauft euch die Hefte. Weil nachher sage ich, es klappt und ihr kommt damit einfach nicht zurecht. Es ist schon halt, ein bisschen anders. Es, ne, ist halt schon ein bisschen anders, ja, auch die Einstellungen alle, alles. Aber kommt man zurecht. So, zum Reinigen der Teigmatte. Seht ihr es einfach hier? Nehme ich einfach einen Schwamm. Nass. Genau, das ist jetzt leicht angefeuchtet und wische das einfach hier alles so runter. Ihr müsst das also nicht in die Spülmaschine stellen, also das wäre ja. Und ich kann sie euch wirklich empfehlen, die ist wirklich rutschfest. Und man kann damit auch super falten, denn das Mehl haftet und, also super Eigenschaften von der Teigmatte. So. Kommen da noch irgendwelche Fragen rein? Moment. Leute, fragt. Ich habe gestern Pasca gemacht, super gut geworden. Ja, auch das, also so viele. Also ich glaube, diese 80 Stories, also 80 Verlinkungen sind nur von Pasca und diesem Ostergebäck. Also ihr seid echt verrückt, richtig klasse.
Richtig gut. Ich hoffe, es hat allen geschmeckt. Also wir haben nichts mehr. Der Teig muss nicht vorher gehen. Welcher Teig? Der? Nein. Der geht jetzt quasi noch im Backofen auf. Weil das kalt deswegen ist. Deswegen in den kalten Ofen auch nur 100 Grad. Und dann stellen wir die Temperatur auf 220 Grad. Und dann werden sie quasi nochmal richtig schön gebräunt. Kannst du mal bitte Pirashki machen? Irgendwann. Im Live-Video? Ja, kann ich gerne machen, ja. Welche Wege? Stimme ja immer ab, ne? Ja. Ja, kann ich ja beim nächsten Mal schauen. Pirashki mit Apfel oder was habe ich denn? Ja, am besten mit Apfel, das geht schneller. Haben wir das Gefühl, wir backen zusammen, super. So, hier das Rezept nochmal für die neuen. Einmal screenshotten. So, die Teigmatte ist jetzt sauber. Dann nehmen wir einfach ein Handtuch und abtrocknen. So. Das war's. Also. Und dann nehme ich einfach die Seiten, klappe sie über und verstaue sie wieder. Fertig. Habe gestern auch gemacht, die Pasca zum ersten Mal, hat gut geklappt. Klasse. Pirashki. Pirashki, okay. So, ich habe zwar kein Thermomix, aber ich habe dein Rezept auch so ausprobiert und es klappt wunderbar. Perfekt. Ja. Also wie ihr seht, klappt es ohne Thermomix, klappt auch, denke ich mal, mit dem anderen Modellen. Kann man auch theoretisch ohne Thermomix machen. Ja, kann man auch. Ist halt schneller Teig. Ja. Also beim Teig ist natürlich der Thermomix einfach Vorteil. Da muss man nichts machen, da knetet alles von alleine. So, schaut. Und während das jetzt im Backofen ist, mache ich einfach schon die Küche sauber. Ja. Kommt bald ein neues Buch raus? Bald ist gut. Ja. Es kommt drauf an, wie lange noch die Situation so ist. Aber ja. Aber ja, also mir fehlen noch ein paar Rezepte. Huch. Also mehr als die Hälfte ist schon fertig. Und dann kommt das. Ja, wir wünschen euch schöne Ostertage. Gleichfalls. Danke, gleichfalls. Ich esse gerade deine Napoleon-Torte. Ah, die ist auch lecker. Die ist lecker. Ich hatte euch ja... wir haben heute auch die Erdbeer-Joghurt-Torte gegessen. Die war auch sehr lecker, oder? Ja. Und schön leicht, schön cremig. Könnt ihr euch auch auf das Rezept freuen? Zeig dich doch auch mal, Kameramann. Nee. Sieht nicht so gut aus wie einer. Wann ist das Schaschlik-Buch verfügbar? Das ist verfügbar bei uns im Shop. Mhm. Bei Amazon sind viele ausverkauft wegen der Situation. Wir können da nicht nachliefern. Aber im Shop ist alles verfügbar. Genau. Deswegen bestellt bei uns im Online-Shop. Aktuell wird ja oder arbeitet ja noch die Deutsche Post. Die Matte ist so klasse, habe schon so viele Rezepte ausprobiert. So. Fertig, hoch. Fertig. So, jetzt noch 10 Minuten, ne? Also ihr könnt ja schon mal... Ist schon ein bisschen aufgegangen, warte mal. Ja, die sind schon so ein bisschen aufgegangen. Nicht so gut, aber... Also die werden auf alle Fälle ein bisschen aneinander kleben, aber es macht gar nichts. Wann gibt es wieder die 3-für-2-Aktion? Im Moment nichts geplant. Genau, ne? Im Moment haben wir nichts geplant. Wenn es kommt, dann. Ja, wenn es kommt, werdet ihr auf alle Fälle eine Info bekommen. Hier über Insta, über Newsletter, über Facebook. Genau, aber aktuell haben wir halt erstmal nichts geplant. Dein Mann hat Glück mit dir, weil du so toll kochst. Ja. Also ich muss aber auch sagen, ich war noch nie so... Also von Anfang an war ich nicht so eine Köchin. Das hat man auch alles gelernt und ist so reingerutscht. Aber es macht Spaß. Er muss ja auch alles essen. Ja. Und so, du hast mich inspiriert. Jetzt fange ich an, die Pluschki nachzubacken. Die sind wirklich lecker. Am besten isst man die natürlich noch frisch aus dem Backofen, leicht abkühlen lassen, mit einer schönen Tasse Milch. Sehr, sehr gut. Wo bestellt man deine Bücher? Im Shop thermotasty-shop.de und da habt ihr alle Produkte, wie auch den Buchständer, der ist jetzt auch wieder da, in hell und dunkel, die ganzen Produkte, die ganzen Hefte. Und Teig, hier wie es, Teigform. Pelmeni. Genau. Und wir haben jetzt auch
Ja? Ja, ist doch online. Kann ich? Ja. Also wir haben auch jetzt im Online-Shop eine Pelimenica, aber auch nur eine geringe Anzahl. Also wer eine haben möchte, sollte im Shop nachschauen. Ist noch gar nicht verkündet worden. Ist noch gar nicht verkündet worden. Also jetzt habt ihr Glück, ihr seid hier im Livestream. Ich kann es euch gerne mal zeigen. Das ist die Pelimenica dazu. Teigtaschenform. Genau, Teigtaschenform. Ihr habt gleich 37 Teigtaschen. Jetzt in den letzten zwei Tagen haben wir wirklich eine Massenproduktion gemacht mit meinem Mann. Also wir haben jetzt genug Pelimenis im Gefrierstand. Klappt super. Die Kanten sind wirklich hier, ja, wie sagt man das, also scharfkantig. Aber also der Teig wird gut durchgeschnitten. Ihr könnt ihr super abklopfen. Und mit meinem Trick, den ich euch auch in der Store... wo findet man denn das Video überhaupt? Das heißt noch gar nicht. Das nicht online? Ja, musst du mal noch. Aber im Video zeige ich euch einen Trick, wie ihr super einfach die Hackfleischmasse da hineinbekommt. Das ist wirklich klasse. So. Genau, das könnt ihr bei mir im Online-Shop bekommen. Wie gesagt, schaut gerne einfach nach. Ja. Habe ich irgendwas vergessen? Ja, warte mal, hier sind noch ein paar. So. Ich kann auch kurz selber halten. Oder er soll. Ja, warte mal. Ja. Ich kann auch gerne halten, wenn was ist. Ja. So. Kommen da noch irgendwelche Fragen rein? Ja, warte. Wo bekommt man den kleinen Teigroller her? Du siehst heute richtig glücklich aus. Weil es die Pelimenica ist. Warte, wie findet man die Motivation, jeden Tag frisch zu kochen? Ja, okay, ich komme gleich. Die Motivation, also es ist ja auch mein Job und ich mag es halt einfach Sachen auszuprobieren und ja, das ist einfach mein Job. Ja, den mache ich total gerne, auch wirklich mit Herz, dass auch wirklich alles klappt. Deswegen mache ich auch manchmal Sachen zwei- oder dreimal, weil ich einfach möchte, dass wenn ihr das nachkocht, nachbackt, für euch einfach perfekt ist. Das ist mir total wichtig. Ja. Ihr seid so natürlich, weiter so. Dankeschön. Ist die Herdplatte von Neff? Nee, von Siemens. Siemens. Werbung. Kann ich die Füllung auch mit Marmelade nehmen? Füllung? Oder sollte Mohn drin sein? Achso, ich muss ehrlich sagen, mit Marmelade habe ich es noch nicht ausprobiert. Ich würde, wenn eher wirklich zu Nutella zurückgreifen oder Marmelade, die so Gelee-artig ist, dann vielleicht. Wie lange machst du deinen tollen Job schon? Angefangen in meiner Elternzeit, das war 2015. Oder jetzt überlege ich. 2015 habe ich angefangen und 2016 haben wir dann Thermotasty. Damit haben wir dann begonnen, 2016. Also 4 Jahre schon. Wahnsinn. Die Zeit, die rennt. Ja. Fragt mich alles, was ihr wissen wollt. Ist Pelimenica aus Kunststoff? Ja. Kannst du nochmal. Also die ist wirklich gut, wie gesagt, letzten 2 Tage wirklich Massenproduktion. Ich kann es einfach nur empfehlen, weil die Kanten wirklich scharfkantig sind. Der Teig wird gut durchgeschnitten. Aber es gibt auch nur eine geringe Anzahl. Und fertig. 2015 schon, jetzt 2016. Nee, 2015 war ich Repräsentantin für ein Jahr. Und dann 2016 angefangen mit Thermotasty. Woher kommt ihr? Aus Soltau. Ja. Heidepark, Niedersachsen. Willst du vielleicht mal ganz kurz nochmal die Pluschki zeigen? Wie bist du auf den Job gekommen? Auf den Job? Auf die Idee. Also wir haben unser allererstes Video hochgeladen bei Facebook, das war das Fruchteis. Und das ist wirklich so mega abgegangen. Wir haben ganz viele Anfragen bekommen, mehr Videos und so kam das dann zustande. Dann kam auch das allererste Buch, deine besten Alltagsrezepte. Und ja, es kommt halt einfach so gut an und das Kochen macht mir und das Backen macht mir auch so sehr Spaß, dass wir es halt einfach weiterführen. Und weil es halt natürlich auch bei euch so gut ankommt. Wo hast du Kochen gelernt? Ja, selber beigebracht. Ja. So. Okay. So, warte mal. Immer her mit euren Fragen. Was kostet die Pelimenica? 97 statt 99 oder so, ne? Nee, statt 10,90. Statt 10,90. Ja. Ist gerade reduziert. Warte mal. Also wie ihr seht. Na, sieht man es schlecht. Aber die sind schon richtig aufgegangen. Die sind richtig aufgegangen, ja. Das wäre super Brötchen. Also ihr müsst einfach die
Kugeln vielleicht einfach kleiner formen, mach die doppelte Kugelanzahl, verteile es auf zwei Backblechen und dann ist auch gut. Ich freue mich schon, wenn die gleich fertig sind. Würde gerne eins ausprobieren, Helena. Magst du die Adresse? Ich habe gesagt, komm vorbei. Und schick die Adresse, wir schicken das per Post drüber. Wie dick muss der Teig sein für Pinmini, für Teigtaschen? Je dünner, desto besser, ne? Ja. Da kommt noch ein Video, ne? Es kommt noch ein Video, genau. Ihr dürft es natürlich nicht zu dünn machen, weil sonst reißen die Pinminis beim Kochen. Aber das, ihr bekommt so ein Gefühl dafür, einfach ein paar Mal ausprobieren. Und es muss halt auf alle Fälle gut bemehlt sein. Nicht zu viel Hackfleisch hinein, aber in dem Video zeige ich euch genau, wie das, wie viel da reinkommt. Habe heute das Ostergebäck von dir nachgebacken. So lecker geworden, danke. Klasse. Teigrolle ist von Pimperchef, kann man dort bestellen, genau. Richtig. Wie oft das Leute immer fragen. Ja. Wir brauchen eine eigene Teigrolle. Ja, Mann. Also wenn da jemand draußen ist, der das herstellen kann, meldet euch. 1:1 Kopie. Copy-Paste. Ja. Hast du auch, warte mal, Moment. Hast du auch vegetarische Rezepte? Da mein Freund Vegetarier ist, viel mehr. Ja, in dem Heft Das Essen ist fertig gibt es etwas, aber ich habe jetzt kein reines vegetarisches Kochheft. Wie wäre es mit vegan? Hat jemand gefragt? Nee, aber ich esse das nicht, das so ähnlich ist ja auch. Nee, aber bei vegan, Fleisch. Es gibt ja ein tolles veganes Kochheft von der Lilly. Unter, was war das? Happy Vegan Kitchen. Hat es mit uns gemeinsam umgesetzt. Kann ich euch wirklich empfehlen. Wann kommt das Video für Teigtaschen? Morgen. Ja, das, ich wollte gerade sagen, das müsst ihr meinen Mann fragen. Morgen kommt es bei YouTube. Ganz viel morgen. Morgen ist ganz normaler Arbeitstag. Ja. So, ist es durch? Ja, also ihr könnt jetzt, es sind jetzt 15 Minuten rum, stelle ich einfach die Temperatur auf 220 Grad. Das mag ich an meinem Ofen zum Beispiel nicht, dass ich das hier nicht digital sehe, wie viel Grad es sind. Und dann stelle ich Temperatur auf 15 Minuten und dann werden sie richtig schön braun gebacken. Jetzt sind sie quasi aufgegangen, das sieht man ja auch. Ich tausche nochmal die Seite, zack. Ich brauche einen neuen Backofen. Ah, jetzt nochmal 15 Minuten. Jetzt 15 Minuten. Ich weiß nicht. Mach mal auf, wir zeigen nochmal und dann kannst du ja Foto nochmal posten. Ja? Ja. Oder wollt ihr das sehen? Ich muss dir Fragen stellen. Ja, wollt ihr das noch sehen? Oder soll ich euch einfach später zeigen, wie die aussehen? Habt ihr noch gar nicht bei YouTube? Wo findet man dich? Thermotasty. Ja, einfach nur Thermotasty, YouTube eingeben. YouTube Thermotasty. Da ist nicht viel, aber... Es kommt jetzt. Ja, morgen. Ja, es kommt. So, ja, die wollen sehen, aber es dauert noch 15 Minuten. Ja, dann stellt mal Fragen. Stellt mal Fragen. Wir müssen das ja alles gemeinsam gestalten, unser Livestream hier, ne? Ja, bitte zeigen. Könntest du den Teigroller nochmal zeigen? Mensch. Also Leute, ich glaube, die mir wirklich folgen, wissen schon, das ist der hier. Also wir müssen das wirklich selber herstellen. Also, oder? Ja. Es kommt noch. Verschickt ihr Produkte im Ausland? Auf Anfrage. Auf Anfrage. Wenn Interesse besteht, gerne eine Nachricht an mich. Und dann können wir noch mal sprechen. Kennt ihr das? Die Ordnung hier? So. Her mit den Fragen, Leute. Wir müssen 10 Minuten. Du bist so natürlich. Ja. Soll ich noch ein paar Rezepte hier raushauen? So, also das ist das aus dem hier, ne? Ne, warte mal. Ja, das sind die Teigtaschen. Brauche auch so eine Handrolle. So, kannst hier, du? Das ist auch cool. Wenn ihr von den Teigtaschen Teig über habt, dann macht ihr das. Genau, stimmt. Ich habe auch zum Beispiel von gestern noch Teig über. Und ich mache jetzt morgen, hier, genau, das gibt es morgen bei uns. Ganuschki. Ja, Gnocchi. Nee, wie spricht man das aus? Gnocchi. Ja. Auf alle Fälle mache ich das, das kann ich morgen machen, genau. Ich habe ja noch Teig, Kartoffeln, Gnocchi. Live bist du viel natürlicher als in den Stories. Ja, was soll ich jetzt dazu sagen? Ist der Backofen Umluft, Ober-Unterhitze? Ober-Unterhitze. Ähm,
Warte mal. Soll ich eigentlich mehr in den Livestream so Backsachen oder auch eher Kochsachen? Vielleicht könnt ihr selber mal so ein bisschen kochen. Kochst du die gezuckerte Kondensmilch im Topf oder im Thermomix? Im Topf. Okay. Weil ich mache gleich 3, 4 in einen Topf und fertig. Kochst du jeden Tag mit dem Thermomix? Zu 90% ja. Aber es gibt auch Tage, da nutze ich ihn einfach nur als Helfer und mache dann etwas in der Pfanne. Oder wie jetzt die letzten 2 Male, habe ich das im Backofen gemacht. So, meine Plüschke sind auch im Ofen. Beim Form muss ich noch üben. Ja. Ja, also bei mir klappt das auch nicht einwandfrei. Habt ihr auch gerade gesehen. Also Übung macht den Meister. Sind die Teigtaschen mit Ravioli vergleichbar? Ähnlich. Ist aber mit Tagfleischfüllung. Ja. Also ihr könnt es auch mit was anderem füllen. Aber ich mache es halt generell mit Tagfleisch. Speicherst du das Video ab? Ja, bei YouTube morgen. Ja. So, warte mal. Mhm. Was machst du mit Resteverwertung? Resteverwertung? Bleibt nichts über. Also entweder kommt jemand und isst mit oder ich verteile oder was geht, kann man einfrieren. Ansonsten wird er aufgegessen. Ich möchte einmal Sahne rausholen. Deswegen. Was ist dir zu den Pelmenis dazu? Also ihr könnt... Schmand. Ketchup, Mayo. Ketchup, Mayo. Ihr kocht das ja aber auch zum Beispiel in Brühe. Und ihr könnt dann quasi einfach nur die Pelmenis in Suppenteller reintun, ein bisschen Brühe drüber geben. Ihr könnt es quasi als Suppe genießen. Ansonsten könnt ihr auch die scharfe Ajika machen. Nee, das ist man eher zu Mante. Ja, Ketchup, Mayo und einfach einen Salat. Wie lange testest du die Rezepte, bis die rauskommen? Sind die immer mit Gelinggarantie? Also die Rezepte, die ich für euch rausgebe, sind wirklich mit Gelinggarantie, weil ich das wirklich, wenn es beim ersten Mal nicht klappt, mache ich es nochmal, damit es, wenn ihr das nachkocht oder nachbackt, wirklich zu 100% klappt. Deswegen ist es manchmal so, dass es ein bisschen länger dauert, aber ich will wirklich, dass wenn ihr es nachmacht, dass es perfekt ist. Wie viele Töpfe hast du für den Thermomix? 2. 2? Mhm. Ja, 2. Yes, dein Mann hört sich auch sympathisch an. Er muss gelobt werden. Danke, endlich mal jemand. So, Band 5 muss ich zeigen, kurz. Hast du das hier? Band 5 habe ich. Wieso, was ist in Band 5? Lerne eure Kinder auch Russisch? Ja. Band 5. Gibt es eventuell die ganzen russischen Bänder im Gesamtpreis? Nichts geplant, da wir auch Buchbindungspreis gebunden sind. Band 5? Ja. Okay. Was möchtest du denn da zeigen? Ritz, Dings hier, Inhaltsverzeichnis wollte jemand sehen. Das ist jetzt Band 5. Genau. Das, was nun noch nicht in den anderen gibt. Oha. Man kann die Rezepte mit geschlossenen Augen machen und es gelingt. Kommt noch Band 6? Nun nichts. Also ich will es nicht verneinen. Aber man muss erstmal natürlich 20 Rezepte haben aus der russischen Küche. Ich meine, wir haben jetzt schon 100, richtig? Wir sind doch 100, ja. Genau. Und das ist wirklich schon eine Menge. Jetzt nochmal 20. Ja. Also wenn euch irgendetwas fehlt, was ich noch umsetzen soll oder was ihr gerne im Heft haben wollt, schickt mir eine Nachricht. Kommt irgendwann eine App von dir? Im Moment nichts geplant. Nichts geplant erstmal. Welcher Thermomix gefällt dir besser? 5 oder 6? Also von der Größe nehmen sie sich ja nichts. Ich arbeite nicht mit dem Cookie Duo. Also wenn ich jetzt kein Rezept entwickeln soll, müsste, finde ich natürlich TM6, weil alles halt digital ist. Es ist alles hier mit Touch, der Bildschirm ist größer. TM6. Wiederholen Sie die Rezepte in den Büchern? Nein. Ja gut, die Blinis gibt es im ersten, aber das ist jetzt mit Teigfehler. Ne? Ja, das ist zum Beispiel Pfannkuchen gefüllt, dann gibt es Pyrischki, aber auch in 3 Varianten. Ja. Aber es gibt kein Rezept doppelt. Mm-mm. Nein. Pinselst du die Plüschke mit heiß mit Schlagsahne ein? Ja. Wenn die heiß sind? Genau. Einfach mit Sahne bestreichen. Dann bleiben sie halt schön saftig und trocknen nicht aus. Kommt auch mal deutsche Küche raus, ja. Haben wir. Hier. Kannst du auch mal ein anderes Verzeichnis zeigen? Schnelle deutsche Küche. Da. Das sind so die... Die jeder kennt. Genau. Also rote Grütze mit Vanillesoße müsst ihr auch unbedingt mal ausprobieren. Ist wirklich richtig gut. Selbst auch hier Knusper. Das ist auch lecker. Was denn? Ach, Hühnerfrikassee. Und
Hochzeitssuppe finde ich auch klasse. Krustenbraten mit Rotkohl. Rotkohl im Thermomix selber machen ist wirklich ideal. Und auch geschmacklich richtig, richtig gut. Ja. So. Achso. Kann man bei dem Film die Lautstärke von dem Signal leiser stellen? Dem 5. Ne? Ja, ich glaube schon. Unter Einstellung musst du mal schauen. Töne. Ob man es da ändern kann. Ja. Kommt einmal ein Schweizer Buch raus. Schweizer Buch? Was sind denn da? Was sind denn da für, also traditionell Schweiz? Traditionell. Wir haben doch einen, Fabienne. Die kommt aus der Schweiz. Ja, müsste man sie mal anhauen. Es kommt vielleicht. Was ist so, etwas. Dass es da so für Gerichte gibt. Ja. Wir haben einen Coaching aus der Schweiz. Die macht das. Ja. Wie heißt die russische leckere Suppe? Gibt es viele. Kalte Suppe? Krautsuppe? Borscht. Ja, vielleicht die? Gibt es viele? Es gibt viele, ja. Hochzeitssuppe schmeckt immer, ja. Okay, Hochzeitssuppe ist so die aus der deutschen Küche. Seitdem ich die Folge... Ist mein Thermomix wieder öfters im Gebrauch. Leider habe ich die Probleme, den Teig rauszubekommen. Tipps? Also meine Empfehlung... Hast du ja schon gezeigt. Genau. Ja, mach, sag mal. Komplett einfach den Mixtopf unten abschrauben, Messer raus, einfach auskratzen mit dem Spatel und mit meinem Spatel dann an dem Messer entlang. Weil er total flexibel ist, auch schön dünn. Und dann kannst du wirklich alles rauskratzen. Musst du nicht nochmal irgendwie Mehl reingeben, auch Stufe 10. Einfach alles rausnehmen. Borscht oder so. Ja, Borscht. Das ist die Krautsuppe, ne? Genau. Ja. Borscht? Porsche. Muss ich die Brötchen nach dem Backen nur mit Schlagsahne bestreichen? Gibt es in euren Shop einen Backpinsel? Ja. Ja, hier. Es gibt klein, auch ein, ne? Genau, es gibt auch ein Set. Wo ist denn das Set jetzt? Wahrscheinlich in der Spüle. Ein Dreier-Set. Ist das das hier? Ja. Nee, das ist das hier. Ja, also quasi das als Set. Das ist so ein Dreier-kleiner Spatel-Set für 14,90 €. Und damit kann man zum Beispiel auch super Schmand rausnehmen, Quark rausnehmen. Also aus kleinen Dosen alles. Schön verstreichen könnt ihr das. Und die Pinsel sind wirklich super. Ja, alles aus Silikon hier. Man kann alles super verstreichen. Ja. Mensch. Hast du schon für eine Bewahrung für deine Kosmetik entschieden? Ja, also ich habe noch nicht, also IKEA hat ja noch zu. Da muss ich auf alle Fälle nochmal hin, aber ich werde das, ich habe das jetzt alles in meine Schublade reingetan und sortiert. So ist es verstaut, ich muss, Reinigung ist super. Ja, aber kann ich euch gerne morgen in den Stories mal zeigen, die Übergangslösung. So habe das Set kann nur empfehlen, ja das kleine Set, also, ja. Sag mal, machst du jetzt jeden Sonntag ein Live-Video? Ja. Oder nur bei Ostern? Ja, jeden Sonntag. Jeden Sonntag machen wir jetzt live. Wenn nichts dazwischen kommt. Genau, und ihr bekommt die Zutaten immer mit aufgeführt, damit ihr auch einkaufen könnt. Und ihr stimmt natürlich zwischen zwei Rezepten ab, die ich euch spätestens Donnerstag vorschlage, sodass ihr Freitag, Samstag einkaufen gehen könnt. Kommen noch mehr Kochutensilien für den Shop? Ich denke schon, ja. Habe heute Mante gemacht, anschließend Ostergebäck. Puh, fleißig. Alles geklappt, ja. Super. So. Ups, was habe ich hier gemacht? Ja, jetzt warten wir. Also wir sind wirklich mega aufgegangen. Also ich würde euch... Ein bisschen wenig Platz hier. Ja, ein bisschen wenig Platz. Also ich würde euch empfehlen, nicht 15, sondern vielleicht so 21 Kugeln zu formen. Und dann auf zwei. Und dann auf zwei Backblechen. Dann sind die Brötchen viel kleiner und... ja, gehen halt auch nicht so extrem auf, ne? Gut. Beim nächsten Mal mache ich das auch so. Ich glaube, das steht sogar 15 bis 20. Also ich würde mehr Kugeln formen, damit die Brötchen einfach kleiner sind. Sind die Rezepte, die es als Kurzvideo gibt, auch in den Heften? Ja, die sind verlinkt, aber es sind natürlich auch ohne Hefte Rezepte online, ne? Nochmal was? Sind die Rezepte, die es als Kurzvideo gibt, auch also, aus den Heften oder ja, sind das andere? Sowohl als auch? Sowohl als auch, genau. Also es gibt auch Rezeptvideos. QR-Code kannst du zeigen. Es gibt Rezeptvideos, die sind in keinem Heft zu finden, also Rezepte, wie jetzt die letzten, die ich gepostet habe. Aber es sind natürlich auch Rezepte online, die in dem Heft zu finden sind. Dafür müsst ihr natürlich einfach den QR-Code hier abscannen
Und dann seht ihr auch direkt das Rezeptvideo dazu. Muss aber auch dazu sagen, dass das Rezeptvideo nicht eins zu eins mit dem übereinstimmen kann, dass ich da auch manchmal so Änderungen durchgeführt habe. Ja. Aber minimal. Das ist nichts Gravierendes. Wie wäre es mit deiner Suppe nächsten Sonntag? Ja, die stellt, du machst ja immer zwei, ne? Genau. Habt ihr denn Wünsche? Was für eine Suppe? Helena macht ja immer zwei zur Auswahl und die entscheidet sozusagen. Genau. Dann würde ich mir einfach für nächste Woche mal zwei Suppen aussuchen und euch mal vorschlagen und ihr könnt abstimmen. So, 18 Uhr, genau. Die Rezepte sind klasse, gelingt alles. Buttermilchbrot ist Hammer. Was sind die Lieblingsrezepte, Gerichte? Von mir? Hast du ein Lieblingsgericht? Oh, schwierig. Ich mag wirklich alle Gerichte. Mhm. Ja. Hochzeitssuppe, ne, grüner Borsch. Achso, das sind die Ribbelsuppe. Achso, die Vorschläge. Ribbelsuppe ist auch gut. Ribbelsuppe, Hochzeitssuppe. Hochzeitssuppe ist gut. Kannst du machen. Frikadellensuppe. Ah, die ist auch geil. Okay. Diese Frikadellensuppe. Ja. Kann man auch machen. Toast, welche Form nimmst du da? Von was? Toast. Da habe ich so eine ganz normale Form. Und zwar habe ich so eine Form. Die nehme ich. Brotbackform. Brotbackform, ja. No name. Kann man aus Pluschki auf Wattruschki machen? Aus Pluschki, Wattruschki? Das ist ein anderer Teig. Ja. Ja, ist ein anderer Teig, aber eigentlich sollte das auch gehen. Ich will es nicht falsch sagen. Wir können hier mal nachgucken. Ich habe den lieber Tuschgel reingetan, Band 1, glaube ich, ne? Falls einer von euch nicht weiß, was Nee, die sind, auch sind Band 2. Nee, Band 2. Schön durcheinander. Band Nimm doch 3. Die Übersicht. Ja, stimmt. Leute, wer das noch nicht kennt, und ein russisches Heft bei mir im Onlineshop bestellt, bekommt diese geniale Rezeptfallkarte dazu. Und dann könnt ihr direkt sehen, wo die ganzen... Ach doch, Band 2. Ja. Okay. Band 2, da sind sie. Na. Mensch. Hier. Ja, könnt ihr auch nehmen. Das ist auch mit Milch, mit Butter. Ja, die könnt ihr auch nehmen. Fertig? So. Ich glaube, du musst noch, oder? Bitte? Müssen die noch? Ich schreibe es einfach mal. Jeder Backofen ist anders. Also ihr müsst wirklich schauen, wie weit eure Brötchen sind. Ich würde sogar sagen, die können noch 3 Minuten. Tut mir leid. Also schaut bitte, wie euer Backofen ist. Vielleicht kann es auch sein, dass euer stärker ist, dass es bei euch schon nach 15 Minuten fertig ist. Aber meins ist noch nicht ganz schön gebräunt. Ja. Gleich ist es fertig. Also sie sind wirklich mega aufgegangen. Ja, aber die sind so lecker und auch so fluffig. So, kommt da noch irgendwas rein? Wie weit seid ihr denn? Wie weit sind denn eure Pluschkis? Claudia Frey, habt ihr schon gesagt, was ihr zu den Pelminis ist? Ja. Ja. Ketchup, Mayo, Schmand. Gurken, Tomaten, Schmandsalat. Wollen eure Kinder heute nicht mithelfen? Die sind ganzen Tag draußen. Ja, heute waren die wirklich den ganzen Tag draußen. Jetzt sind wir noch. Sind immer noch draußen, ja. Es war ja auch heute, also sommerlicher Tag, richtig schön warm. Ich hoffe, das bleibt jetzt auch so. Ich hätte nichts dagegen. Ja, ich muss wegen Licht hier. Es blendet, komm mal ein bisschen zur Seite. So. Das ist schon lustig. Jetzt stehen wir und warten, bis der Teig fertig ist. Ja, wir sind doch schon fast fertig. Ja, wir sind gleich fertig. Haben wir gleich noch schön was zum Essen. Was, ob wir nichts zu essen hätten? Ja, das ist wirklich, also... So. Wir haben sogar noch Torte. Wo ist die Torte? Die ist jetzt im Keller. Ja, das ist, aber die ist so lecker, richtig erfrischend. Müsst ihr auch mal nachbacken. Wie war euer Ostern? Ja, sehr entspannt. Ja. Sehr entspannt. Gestern waren wir sehr fleißig. Haben einiges gemacht. Ja. So, gleich ist Woher sind die Backhandschuhe? Wird alles beworben. Okay, die müssen wir auch noch machen. Ja, die müssen wir auch noch machen.
Pampers Chef auch. Ja. Hochzeitssuppe für nächstes Mal live. Hochzeitssuppe? Die habe ich auch. Das Witzige ist, man macht die Gerichte doch gar nicht so oft, wenn man ja immer wieder Neues entwickeln möchte. Ja. Das stimmt, die ist auch. Ich habe keinen Pinsel, wie kann ich das alternativ machen? Teelöffel. Was denn? Ja. Nein, wie denn ohne Pinsel? Einfach übergießen. Ja, einen Teelöffel und dann. Hauptsache, die werden befeuchtet, das ist halt immer ganz wichtig. Okay. Also in meinen Shop und dann bestellen. So. Die letzten 15 Sekunden sind auch fertig. Und dann bepinseln wir die. Ich hoffe, ihr seid auch soweit. Ja, einigen sind schon fertig. Echt? Hier war irgendwo. Ein Blech ist fertig. Und die eine Hita noch 13 Minuten. Genau, wenn ihr das auf zwei Backblechen macht, der eine Teil geht ja quasi bei 100 Grad hier im Backofen. Bedeckt die anderen, die nicht im Backofen sind, mit einem Handtuch. Ansonsten trocknet bei euch der Teig aus. Überdecken und dann einfach gehen lassen in der Zwischenzeit. Und dann schiebt ihr einfach noch die gegangenen Brötchen direkt in den heißen Backofen. Oh, voll hell. Habt ihr das soweit verstanden, was ich euch gerade gesagt habe? Nee. Genau. Mit Zewa kann man auch befeuchten. Okay, also wie gesagt, wenn ihr das gehen lässt, nicht im Backofen, bitte mit einem Handtuch überdecken. Ansonsten trocknet das bei euch aus, der Teig. Und das wäre ja nicht so schön. Ja. Doch, wir sind fertig. Schaut, so sehen sie aus. Doch, wir sind fertig. Genau, beim nächsten Mal würde ich wirklich kleinere machen, vorsichtig. Ich habe den mit Zucker gemacht. Ja, geh mal ganz kurz zur Seite. Also ich würde sie kleiner machen, nur als Tipp. Und auf zwei Backblechen aufteilen. Man nimmt hier einfach Sahne. Die Bowls sind klasse, die du machst. Die was? Die Bowls. Achso, jetzt Sahne, ja. Dankeschön. So, jetzt warte mal, ich immer ganz kurz einen neuen Pinsel. Vorsichtig, vorsichtig. Ja, ohne Pinsel ist... So, und dann einfach da rein. Und schön die Brötchen damit bestreichen. Und ihr hört das, also die saugen das richtig schön auf. Und dann bleiben sie auch schön weich. Also wie gesagt, macht wirklich zwei Backbleche und kleinere Brötchen. Würde ich das auch in Zukunft machen. Dann erkennt man auch besser die Formen. Seht ihr das? Die sind so aufgegangen, was ja auch mega ist, aber... Das war, glaube ich, der erste, der bei mir nicht gelungen ist. Wo ich nicht wusste, was ich da falsch gemacht habe. Ja, jetzt bist du ein bisschen viel Mohn. Ja. Aber mit Mohn sieht man das halt eher. So. Und seid auch nicht sparsam mit der Sahne. Seht ihr zum Beispiel hier jetzt? Das ist einfach zu dicht. Na, ich nehme mein Brötchen nach Mecklenburg. Ja, manchmal weiß ich auch nicht mehr, wohin. Aber es ist alles so lecker, dann isst man das. Aber wir machen ja ein bisschen Sport, ne? Dann geht das. So, ich glaube, ich habe jetzt alle bepinselt, oder? Wenn ihr es auch mit Sahne einstreicht, seht ihr das auch, die haben so einen ganz leichten Glanz. Ja, und jetzt würde ich noch warten, bis die abkühlen. Tolle Kameraführung, ja. Ja, also wenn ihr keine Fragen mehr habt, wir lassen es jetzt ein bisschen abkühlen und dann werden wir, denke ich mal, die auch genießen. Ich hoffe, bei euch hat es wunderbar geklappt. Ich hoffe, die schmecken euch und ja, freut euch auf das nächste Live-Kochen. Opti-Griller, ja, Grüße nach Frankfurt. Nächsten Sonntag. Ja, sorry. Und ja, habt noch schöne Ostern, schönen Ostermontagmorgen und in dem Sinne wünsche ich euch noch einen schönen Restsonntag. Bis dann.